Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Liebe Geschwister im Islam, heute reden wir weiter über unseren edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, über einige Aspekte seiner Wesenseigenschaften. Und zu den wichtigsten Eigenschaften am Körper des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehört der prophetische Siegel. Dieser Siegel ist ein Zeichen dafür, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ein Gesandter Allahs ist. Es war ein Merkmal am Körper des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wodurch man erkannte, dass er eben tatsächlich der Prophet ist, der in den vergangenen Büchern, also im Evangelium und in der Tora, erwähnt wurde. Denn im Evangelium und in der Tora wurden einige Eigenschaften dieses Propheten erwähnt und dazu gehört dieser Siegel, dieses Merkmal am Körper des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dieser prophetische Siegel, also wie eine Art Stempel, also ein Merkmal am Körper des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, war zwischen seinen beiden Schulternblättern auf der linken Seite. Das heißt, eher auf der linken Seite zwischen seinen beiden Schultern alaihi salatu wassalam. Und es war eine Art Wölbung auf seiner Haut, die die Größe eines kleinen Eies hatte. Ein Ei der Taube, wie es in einigen Überlieferungen erwähnt wurde, wobei andere gesagt haben, es war so groß wie eine Faust. Je nachdem, wie dem auch sei, dieses Merkmal war bekannt unter den Gefährten und sie haben es gesehen und sie haben es beschrieben. Einige haben beschrieben, dass einige Herrchen, also Haare, da raussprießen und so weiter. Sie haben es berührt, welche Ehre ihnen dadurch zuteil wurde. Möge Allah uns erlauben, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam im Paradies zu begleiten. Und die Gelehrten sind der Ansicht, dass dieser Siegel, dieses Merkmal wohl nicht seit der Geburt vorhanden war, sondern später erschienen ist. Wallahu a'lam. Auf jeden Fall, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hatte dieses Merkmal an seinem Rücken zwischen seinen Schultern. Und so war dieses Merkmal ein Grund, dass der Gefährte Salman al-Farisi sich vergewissern konnte, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatsächlich ein Prophet ist. Denn Salman radiallahu anhu war auf der Suche nach der Wahrheit und er hat sich mit den Religionen befasst und dann kam er zu einem Priester, der ihm erklärte, dass sie damals in einer Zeit leben, in der hervorgesagt wurde in den Büchern, im Evangelium und in der Tora, dass ein Prophet erscheinen wird. Also sagte er ihm, dieser Priester zu Salman, radiallahu anh, also gehe zur arabischen Halbinsel und suche nach ihm mit drei Eigenschaften. Er nimmt keine Spende an, aber er nimmt Geschenke an und er hat einen Siegel hinten zwischen seinen Schultern. Also machte sich Salman radiallahu anhu auf nach Medina und die Geschichte, die er erzählt, ist sehr lange und sehr schön zu lesen, aber wir beschränken uns nun auf diesen Aspekt. Also kam er in Medina an und so gab er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas und sagte ihm, bitte schön, das ist eine Spende für dich. Und da lehnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam ab. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam darf keine Spenden annehmen, so wie seine gesamte Familie keine Spenden annehmen darf. Danach, am nächsten Tag, kam er mit einem Geschenk, bitteschön. Und dann nahm der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Geschenk an. Und so wusste Salman radiallahu anhu, dass zwei von drei Voraussetzungen erfüllt sind. Nun, das dritte
das ist nicht so einfach. Er muss natürlich auf die Haut des Propheten sallallahu alaihi wasallam schauen. Also ging er hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, schaute rechts, schaute links, und der Prophet alaihi salatu wasallam bemerkte, dass Salman radiallahu anhu etwas sucht, und er hat verstanden alaihi salatu wasallam, was Salman will. Also hat er sein Obergewand ausgezogen, und so sah Salman diesen prophetischen Siegel, und wie er überlieferte und sagte, so küsste ich es und fing an zu weinen. Und da rief mich der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was ist los? Und so erzählte ich ihm meine Geschichte, also wie er auf der Suche war nach der Wahrheit und schlussendlich die Wahrheit auch getroffen hat. Möge Allah mit allen Gefährten zufrieden sein, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit dem Propheten vereinen. Die Gelehrten haben sich überlegt, warum ist dieser prophetische Siegel genau an dieser Stelle? Das heißt, eher auf der linken Körperhälfte zwischen den beiden Schultern. Und einige, wie Ibn Hajar, rahimahullah, es erwähnte, sagten, es liegt auf der Höhe des Herzens. Auch das Herz ist ja etwas seitlich und nicht ganz in der Mitte, etwas seitlich links. Und hinten auf dem Rücken, auf der Höhe des Herzens, ist dieser Siegel des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und der Sinn dahinter ist, dass es Shaytan in die Herzen eindringt, aus dieser Stelle, wie einige Gelehrte es gesagt haben, basierend auf unterschiedlichen Überlieferungen, deren Stärke zwar nicht ganz vorhanden ist, aber auf jeden Fall sagen sie, Ash-Shaytan, wenn er eindringen möchte in das Herz, versucht er es von hinten. Warum? Weil dies umso mehr seine List und seine Tücke zeigt. Er zeigt dir nicht seine Feindschaft direkt. Er kommt nicht direkt von vorne und sagt dir, ich will dich in die Hölle bringen. Nein, er verziert. Er versucht dich in die Irre zu führen. Und deswegen versucht er also, vom Rücken her ins Herz einzudringen, aber da ist die Tür geschlossen beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es ist versiegelt, sodass der Shaytan nicht ins Herz eindringen kann, in das Herz unseres edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir bitten daher, dass Allah uns beisteht bei unserem Kampf gegen den Teufel, gegen die Sünde, dass er uns hilft, die Sünde zu unterlassen. Das sind einige Beschreibungen, liebe Geschwister, des Siegels des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was ist nun die Essenz und die Moral? Nun, wir haben den Propheten erkannt durch diesen Siegel. Leider wurde uns nicht die Ehre zuteil, dass wir es selbst sehen, aber die authentischen Überlieferungen haben wir erhalten, dass viele Menschen diesen Siegel gesehen haben. Dieser Siegel ist ein Zeichen dafür, dass Ar-Rasul alaihi salatu wasalam der Gesandte ist. Was ist nun dein Siegel, dein Zeichen, dein Merkmal, dass du zu den Gefolgsleuten des Propheten gehörst, alaihi salatu wasalam? Wir haben erkannt, wer er ist, sallallahu alaihi wasallam. Wie möchtest du, dass Ar-Rasul dich erkennt, yawm al-qiyamah, alaihi salatu wasalam, damit er für dich Fürsprache einlegt, damit er Allah bittet, dich zu retten. Du musst irgendwie erkannt werden, yawm al-qiyamah. Und das wird nicht geschehen durch Lippenbekenntnisse, durch schöne Reden, sondern dein Siegel ist der Charakter des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dein Merkmal, wodurch der Prophet sallallahu alaihi wasallam dich erkennen wird, ist dein Benehmen, ist dein Verhalten, ist deine Ibadah, ist die Befolgung der Sunna. Je mehr du dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ähnelst, umso deutlicher ist dein Siegel, umso deutlicher wird dein Merkmal sein. Aber wenn du nicht so lebst, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelebt hat, dann wird yawm al-qiyamah dem edlen Propheten gesagt werden, nachdem er sagt, O Allah, meine Umma, meine Gemeinde, O Allah, dann sagt Allah, du weißt nicht, was sie nach dir angestellt haben. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann weg mit ihnen und weg mit ihnen. O Allah, behüte uns davor, abgeschottet zu werden am Tag der Auferstehung.
O Allah, lass uns zu denjenigen gehören, auf die sich der Prophet freut, wenn er sie sieht. O Allah, lass uns zu denjenigen gehören, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erkennt. Ya Qiyama, leite uns recht, dass wir so leben, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gelebt hat.